Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute. Ich bin Carina Grömer vom Naturhistorischen Museum und ich bin Archäologin, genauer gesagt Textilarchäologin. Ja, und was tut so eine Textilarchäologin? Ist schwierig, kennt keiner, schwierig. Aber ich würde es mal so sagen, wie mein lieber Chef mich mal vorgestellt hat, übrigens dem Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der hat nämlich gesagt, ja, das ist die Carina Grömer, das ist die einzige im Museum, die wirklich spinnt. Stimmt, mache ich Faden machen, meine liebe experimentelle Archäologie. Ich stehe dazu und es ist wirklich einfach toll. Das heißt, ich bin Textilarchäologin. Ich beschäftige mich mit Textilien, mit Kleidung aus ganz lang vergangenen Zeiten, Steinzeit, Kelten und so weiter, weil mich einfach interessiert, was haben die Leute angehabt, was haben sie sich gedacht dabei, wenn sie was angezogen haben, auch welche Botschaften haben sie gesendet, Kleidung und Identität, Kleidung als Kulturgut, als Grundbedürfnis des Menschen. Naja, und jetzt stellt sich die Frage, seit wann gibt es das denn überhaupt? Seit wann zieht sich der Mensch an? Und da gibt es einen netten Hinweis, nämlich das da. Pediculus humanus corporis, die gemeine Kleiderlaus, das ist ein Parasit der eher unangenehmen Art, also, aber ist spannend und hilft uns, solche Fragen zu beantworten. Was sagt denn eine Biologin dazu? Nun, durch DNA-Analysen konnte man herausfinden, dass sich die Entwicklung der Kleider und der Kopflaus vor ungefähr 72.000 Jahren voneinander verabschiedet hat. Seit daher muss es also Kleidung geben. Ja, spannend. Dankeschön. Das ist ja super. Das heißt aber, seit 72.000 Jahren gibt es Gwand in der Menschheitsgeschichte. Nur, wie hat denn das ausgeschaut? Wie kann man sich steinzeitliche Kleidung vorstellen, überhaupt prähistorische Kleidung? Die meisten Leute glauben ja, das ist so unsäglich grausliche Fetzen, Schirch, Steinzeitmensch, Fell über die Schulter, Uga Uga, geht schon. Ich meine, hallo, geht's noch? Ich meine, selbst Archäologen unterschätzen unsere Vorfahren andauernd und ich will euch heute jetzt ein paar Beispiele zeigen, dass es da wirklich auch was Besseres gab. Aber zuerst einmal schauen wir uns mal an, vor 3500 Jahren, als es noch nicht einmal Hosen gab in der Menschheitsgeschichte, was hat denn der schicke Mann da angehabt? Tada! Ein Männer-Mini-Wickelkleid. Voll fescher. Natürlich standesgemäß mit Schwert, damit man es auch erkennt, das ist ein Bronzezeitmann. Und damit diese Fashion-Wadeln nicht friert, natürlich Beinwickel, alles nachgemacht, nachfunden aus Dänemark. Aber da wird es jetzt spannend. Ich habe ja meinen lieben Sohnemann da gezwungen, dieses kratzige Teil anzuziehen. Und wenn man sich das genau anschaut, die Originalstoffe nämlich aus der Bronzezeit, dann kann man in den Fasern drinnen sehen, wie weit die Entwicklung, also quasi die Züchtung der Schafe da drinnen schon ist. Das sieht man. Man sieht nämlich den Weg vom haarigen Steinzeitschaf zum flauschig kuscheligen Wollschaf mit Wohlfühlfaktor sozusagen bei den Kelten. Das kann man wirklich im Mikroskop sehen. Aber, danke schön, wir wollen uns ja noch andere Dinge anschauen. Also wie hat der Mensch seine Umwelt gestaltet? Welche Ressourcen hat er genutzt? Was hat er auch verändert? Das sind lauter Fragen, die uns auch heute sehr stark beschäftigen. Apropos Fragen, die uns beschäftigen. Corona-Krise. Abstand halten. Naja, man kann das natürlich auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Abstand kann man durch Piktogramme ausdrücken oder natürlich auch durch Gwand. Und dazu habe ich euch das da mitgebracht. Hier sind wir, auch in der Bronzezeit, 3500 vor Christus. Und da hat man in besonders reichen Gräbern, zum Beispiel in Winklern in Niederösterreich, diese Stachelscheiben gefunden. Wenn der Lockdown dann vorbeikommt, kommt ins Naturhistorische Museum, schaut euch das an, da haben wir nämlich die Originale. Nur, was will uns die denn damit sagen? Rühr mich nicht an, gefährlich, Abstand halten. Also definitiv ist das doch eine sozialpsychologische Distanzwahrung, was man da ausdrücken wollte.
Ich meine, damals in der Bronzezeit vor 3500 Jahren war das sicher nicht aus Gesundheitsaspekt, sondern da wollten sich einfach reichere Leute von ärmeren abgrenzen. Dankeschön. Aber so richtig angetan hat's mir ja die Zeit zwischen 800 und 400 vor Christus. Weil da sind wir nämlich total in Farbe. Irrsinniges Technicolor. Und zwar mit Pflanzenfarben. Gelb konnte man mit Kamille herstellen. Rot mit der Wurzel von Krapp. Und meine absolute Lieblingsfarbe, Blau, ist ein bisschen anspruchsvoll. Das geht mit weit. Genau, super. Und woher wissen wir denn das überhaupt? Naja, ganz einfach. Ein wichtiger archäologischer Fundort ist Hallstatt im wunderschönen Salzkammergut, wo nämlich meine lieben Kollegen von der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Ausgrabungen machen. Und wenn die dann im Salzbergwerk herumschremmen und irgendwelche alten Fetzen da rauskramen, dann darf ich die nachher beforschen. Und das ist wirklich super toll. Ich meine, das ist doch richtiger Textilporno. Ich meine, das ist kariert, das ist gefärbt, das ist bunt, das hat super geile Muster. Ich meine, da geht mein Herz über. Es ist wirklich super. Und vor allem, wenn man das Ganze dann kombiniert mit den Funden, die mein Chef im Gräberfeld Hallstatt ausgräbt, also auch so 2500 Jahre alt, dann aber kommt sowas raus. Unser Hallstatt It Girl mit Soundeffekt. Cool, nicht? Und auch da stellen wir uns natürlich wieder die Frage, na wie ist es denn? Botschaften von Kleidung, was haben sich diese Typen dabei gedacht? Da kann ich nur eins sagen, Geräusche, meine Lieben, Geräusche. Wenn nämlich jemand mit High Heels durch die Gegend steigt und eine Tonspur hinterlässt, dann hat man natürlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn irgendjemand mit ergonomischen Birkenstocklatschen anschleicht, oder? Ja, also Geräusch als Attraktivitätsmesser. So, meine Lieben, das ist das, was ich einfach forsche. Kleidung, Identität, Botschaften von Kleidung und das Ganze in lang vergangenen Zeiten. Dankeschön.